Hallo Taylor. Hallo. Was verkaufst du da Schönes? Ich verkaufe die CD-Präsentation für die Robexotica von Elektroskop. Das ist anlässlich zum 5. Geburtstag der Robexotica, der Soundtrack dazu. Und wer hat diese Lieder gemacht, die auf dem Soundtrack drauf sind? Die Gruppe heißt Elektroskop, ja. Das sind zwei Leute. Das ist ihre zweite CD schon. Die erste heißt Es ist nicht alles rosarot. Und von der Musik her geht es in Richtung Elektropop, Kraftwerk, 80er Jahre. Und diese Gruppe hat sozusagen die Exklusivmusikbeschallung für die Robexoticas? Die sind anscheinend als erste auf die Idee gekommen, den Soundtrack zu Robexotica zu machen. Ja? Und ist das sozusagen jetzt nicht außerhalb der Robexotica ein Argument, dass man sagt, das ist die Musik von der Robexotica, oder ist sie eher umgekehrt, dass die Robexotica von euch profitiert? Man kann es außerhalb natürlich hören, sie ist gut. Ja? Ja. Aber sie sind durch die Robexotica inspiriert worden. So okay, sagen. Inspiriert, also genau. Durchaus einen Bezug dazu. Ja, es ist nämlich so, dass der Leadsänger auch, wie kann ich es nennen, Roboter macht. Er macht Roboter-Performances und dazu war es quasi aufgelegt, dass sie für die Robexotica singen. Aber die Roboter von ihm oder die Roboter-Performances von ihm, die schenken keine Cocktails aus? Nein, die schenken keine aus, die sind rein zur Belustigung der Leute da. Reine Belustigungsroboter? Ja, genau. Okay, okay. Gut, und was kostet eine CD? Eine CD kostet 10 Euro. Und unsere Hörer, wo können die sich das im Internet kaufen und speziell können sie sich Probe hören? Probe hören können Sie es auf Soundcloud, okay, ja. Unter Robexotica oder unter www.elektroskop.at. Okay. Habt ihr irgendwelche Lieder, die Creative Commons lizenziert sind? Nein. Okay, ja. Passt. Okay. Und könnt ihr hauptberuflich von den Liedern leben oder ist das eher ein Nebenberuf von euch? Es ist eher ein Hobby von ja. Ihnen. Also Sie haben zwei fixe Jobs und Sie haben gesagt, wir sind so begeistert von Musik machen, wir interessieren uns so sehr dafür, wir machen das einmal und schauen, ob den Leuten das taugt. Und schon Rückmeldungen von Leuten, denen das taugt? Es gibt eine wachsende Fangemeinde, sage ich einmal. Sie ist also zwar noch dich klein, aber... Du hast dich selbst jetzt exkludiert aus der wachsenden Fangemeinde. Ah, ich bin sowieso ein Fan, klar. Also, okay. Also, aber eins plus. Unabhängig von Freunden und Verwandten sozusagen habt unabhängig ihr... Unabhängig auf jeden Fall, weil sie sind da nämlich schon einmal aufgetreten. Okay. Und das war Party. Das war reine Party. Ja. Und schönste Erlebnis bisher, das passiert ist im Zuge dieses Musikmachens. Ich meine, ihr hättet ja auch zu Hause sitzen können und fernschauen oder Gartenzwerge züchten oder so. Das schönste Erlebnis war für die beiden sicher, wie sie... das vorige Mal bei der Robexotica aufgetreten sind und wie die Leute wirklich interagiert haben. Wie sie vom Publikum Feedback bekommen haben, wo sie diesen Refrain mitgesungen haben und gesagt haben, wow, wir wollen mehr und wir wollen den Caterpillar noch einmal haben. Das war das schönste Erlebnis, was ich auch mit ihnen erlebt habe. Ihr lebt es für die Musik und für die Fans und ganz die genau, ja. Sehr gut. Vollblutmusiker. So. Okay. Sagst du noch einmal die Webadresse, wo man das kriegt? www.elektroskop.at. Okay, danke. Dankeschön, danke.